Hallo die Damen und willkommen zu einem neuen Video. Heutiges Thema sind die Fraktalinstabilitäten, die sogenannten Nebelsperreninstabilitäten, die also ab Level 31 auftauchen, und für jedes Level gibt es eine bestimmte Instabilität, also einen bestimmten Effekt, der jedes Fraktal in diesem einen Level begleitet. Also für einen kompletten Fraktalrun seid ihr dann einer Instabilität ausgesetzt. Und ich möchte in dem heutigen Video allen, die es noch nicht wussten und allen, die es vielleicht doch schon wussten, aber nochmal aufgefrischt haben wollten, diese Instabilitäten vorstellen, also kurz erklären, was die machen und wie sich das auf die Gruppe auswirkt von euch, also worauf ihr achten solltet. Bei manchen gibt es ein bisschen mehr Informationen, bei manchen ein bisschen weniger. Und am Ende könnt ihr vielleicht auch diese Informationen nutzen, um selbst nochmal zu schauen, welche Instabilitäten ihr nehmen wollt und welche nicht, worauf ihr achten wollt. Und nebenbei läuft ein kleiner Fraktalrun von mir, das heißt, auf das Video nicht unbedingt achten, wenn es ums Bildmaterial geht, aber ordentlich zuhören. Viel Spaß! So, kommen wir zur ersten Instabilität, dem Nebelpirscher für Level 31. Auf Stufe 31 verfolgt euch praktisch hier der Moosmann durch jedes Fraktal. Er taucht alle paar Minuten bei einem eurer Gruppenmitglieder auf und macht Schaden für ein paar Sekunden, verschwindet dann wieder. Wichtig ist hier, dass ihr darauf achtet, dass dieser Moosmann euch den Rest geben kann. Wenn ihr also gerade in einer kritischen Situation seid, immer damit rechnen, dass der Moosmann auftauchen kann. Versucht hier immer, dem Schaden entgegenzuwirken bzw. ihm auszuweichen oder gegenzuheilen. Die Instabilität für Level 32 nennt sich beeinträchtigte Immunität und beschreibt einfach nur die Zustandsverlängerung, die hier auf euch wirkt. Das heißt, alle Zustände, die euch treffen, die auf euch wirken, dauern die doppelte Länge an. Das heißt, wichtig ist hier für euch auf Level 32, dass ihr viele Fähigkeiten dabei habt, die Zustände entfernen, gerade in Fraktalen wie dem Maitrin Boss-Fraktal, in dem ihr viele Blutungen bekommt. Hier müsst ihr die Blutung eben schnell entfernen, da diese Dauer verdoppelt ist und damit auch tödlich sein kann. So, Fraktalstufe 33. Hier handelt es sich um die Instabilität überlistet. Feinde machen hier mehr Schaden, wenn sie euch von der Seite oder von hinten angreifen. Das heißt, wenn sie euch flankieren. Der Schaden ist sehr, sehr spürbar und führt nicht selten zu einem One-Hit von einem Gegner. Also da immer aufpassen, dass ihr im Kampf richtig steht. Also immer von vorne den Gegner angreift und euch nicht treffen lasst, wenn sie von der Seite oder von hinten angreifen. Stufe 34 zeichnet sich durch die Instabilität mangelnde Präzision aus. Wie der Name schon sagt, geht es hier darum, dass eure kritische Trefferchance reduziert ist, um genau zu sein, um 25%. Und diese 25%, die sollten euch relativ wenig stören, wenn ihr eben jetzt keine Charaktere spielt, die auf kritische Trefferchance angewiesen sind. Und wenn doch, dann solltet ihr womöglich versuchen, diese 25% irgendwie auszugleichen. Das heißt, soweit es geht, die kritische Trefferchance nach oben zu treiben, damit die 25% euch nicht so stark treffen. Die Instabilität für Stufe 35 ist ziemlich cool, auch ziemlich ähnlich zum Fraktal 31. Die nennt sich hier stürmisches Wetter und hier schlagen Blitze gelegentlich auf euch ein oder in euch ein, und die machen 3500 Schaden, haben einen Stun von 3 Sekunden, einen Radius von 120 und sind entsprechend stark, wenn es darum geht, euch den Rest zu geben, ähnlich zum Moosmann. Hier also darauf achten, dass ihr immer damit rechnet, dass euch Blitze treffen können und dass ihr nicht immer, oder wenn es geht, nicht stackt, weil natürlich der Radius und dieser Schaden und der Stun euch dann auch in dem ganzen Bereich trifft. Das heißt, wenn ihr alle auf einer Stelle steht, dann haut euch der Blitz alle um. Deshalb immer darauf achten, wenn nicht notwendig, auf jeden Fall nicht staken. Oder stacken, nicht staken. Und dann sollte das kein Problem sein. Auf Level 36 trifft uns die Instabilität Kontrollverlust. Hier geht es darum, dass alle Stunts, alles Festhalten, Furcht, Blenden etc. hat eine Reduktion von der Laufzeit um 90%. Das heißt, diese ganzen Kontrolleffekte könnt ihr getrost vergessen. Wichtig ist hier, dass ihr darauf achtet, dass diese Effekte auch entsprechend euch treffen können. Gerade im Felswandfraktal zum Beispiel ist es relativ cool, weil der Stun, der euch trifft, wenn ihr den Hammer tragt auf, bei 30 Stacks, auch bei euch um 90% reduziert ist. Das heißt, ihr könnt direkt danach weiterlaufen. Aber es kann eben auch negative Auswirkungen haben, zum Beispiel wenn ihr das Vulkanfraktal lauft und dort aufpassen müsst, dass die Crawler nicht diese vier Opfer in den Abgrund werfen. Hier geht es ja immer darum, eigentlich diese Crawler festzuhalten, zu stunnen, zurückzuziehen, und diese Effekte sind eben um 90% reduziert. Das heißt, hier wird es besonders schwierig, das erfolgreich abzuschließen, weshalb ihr darauf achten solltet. Kommen wir zu Stufe 37. Mit der Instabilität passt auf sie auf. Die führt einfach dazu, dass alle Gegner, die ihr nicht angreift, immer Segen erhalten. Das heißt, ihr solltet gerade in großen Kämpfen mit vielen Gegnermassen, mit AOE-Attacken immer alle Gegner treffen.
Zustände zählen hierbei nicht. Ihr müsst also immer auch richtig physikalischen Schaden auf die Gegner machen. Also zum Beispiel mit einem Dieb am besten Kurzbogen oder andere AOE-Waffen nehmen, damit diese Gegner keine Segen bekommen und euch das Leben schwer machen. Stufe 38, hier nennt sich die Instabilität Krank vor Kälte. Und die führt dazu, dass ihr mit euren Effekten, mit euren Zuständen Effekte auslöst bei Gegnern, nämlich Segen. Das heißt, hier bezieht sich das einfach auf drei bestimmte Zustände, die ihr verursacht. Das heißt, Gift, Kühle und Konfusion führen beim Gegner dazu, dass sie statt Gift Regeneration erhalten, statt Kühle Schutz erhalten und statt Konfusion Wut erhalten. Mehr macht es nicht, deshalb versucht hier einfach entweder diese Zustände ganz zu vermeiden, also einfach euren Bild da anzupassen oder einfach Effekte oder Fähigkeiten mitzunehmen, die Segen entfernen können von Gegnern. Auf Stufe 39 haben wir die Instabilität Wer zuletzt lacht. Hier handelt es sich einfach darum, dass Gegner, wenn sie sterben, explodieren. Das geschieht in einem Radius von 180 und macht so ungefähr 1000 bis 1500 Schaden. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, in den meisten Fraktalen nicht zu stacken, weil hier diese Explosionen euch komplett eben für eine bestimmte Zeit aus dem Spiel praktisch werfen, weil ihr eben nichts machen könnt. Das heißt, wenn ihr stackt und ihr einen Gegner nur tötet, werden alle kurz betäubt, weggestoßen durch die Explosion. Deshalb hier darauf achten, eben euch dann immer davon zu entfernen. Und wenn ihr wirklich im Nahkampf kämpft, achtet darauf, dass euch eine Ausweichrolle in dem Moment, in dem der Gegner stirbt, nicht mehr retten wird. Das heißt, ihr müsstet schon davor ausweichen, denn die Explosion geschieht unmittelbar nach dem Tod. Auf Stufe 40 haben wir dann die Instabilität Qualvolle Expedition. Die ist hier die gleiche wie auf Stufe 50. Hier handelt es sich einfach in beiden Fällen um eine Instabilität, die euch ständig Qual gibt, wenn ihr im Kampf seid. Das heißt, alle paar Sekunden erhaltet ihr hier drei Qual-Ticks. Und ihr solltet hier darauf achten, dass ihr immer die höchste Qualresistenz habt. Das heißt, auf Stufe 40 wären das mindestens 55 Qualwiderstand, um eben nun einen Lebenspunkteverlust von 1% pro Tick zu haben. Auf Stufe 50 wiederum für die qualvolle Expedition, für diese Instabilität, wären das mindestens 70 Qualresistenz. Auf Stufe 41 haben wir dann die Instabilität namens Lieblingsfeind. Hier geht es einfach darum, dass nicht anvisierte Gegner nur den halben Schaden erleiden. Das bezieht sich auch auf Zustandsschaden. Also hier müsst ihr immer, um einen Gegner anvisiert zu haben, diesen Gegner mit dem Mausklick ausgewählt haben. Das heißt, er muss bei euch oben in der Mitte ausgewählt sein. Es geht nicht darum, dass ihr ihn als Ziel ausruft, sondern ihr müsst ihn wirklich anvisieren. Und hier ist es eben wichtig, dass ihr darauf achtet, wirklich, dass entweder jeder einnimmt oder dass ihr euch alle auf einen speziellen konzentriert, denn der halbe Schaden passiert eben vor allem dann, wenn ihr euch jetzt nur auf AOE-Attacken verlasst. Die machen eben an allen Gegnern, die nicht in diesem Fokus sind, also nicht oben in der Mitte eures Bildschirms auftauchen, nur halben Schaden. Auf Stufe 42 haben wir dann die Instabilität Lethargisch. Hier ist einfach die Ausdauerregeneration eures Charakters um die Hälfte reduziert. Sehr cool ist hier, wenn ihr euch gegenseitig den Segen Elan gebt, denn Elan gleicht diese Halbierung der Ausdauerregeneration aus und führt also dazu, dass ihr normal Ausdauer regeneriert, solange ihr Elan als Segen habt. So, Fraktalstufe 43 führt dann zur Instabilität Blutgier. Hierbei handelt es sich um einen Effekt, der euch Leben abzieht, wenn ihr im Kampf seid. Es geht nämlich hier darum, dass ihr immer, wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt, einen Stack von 0,1% Lebenspunkteverlust bekommt. Das heißt, je länger ihr auf einen Gegner einprügelt und je öfter ihr Schaden macht, desto mehr von diesen Stacks bekommt ihr. Ihr verliert diese Stacks erst, wenn ihr aus dem Kampf geht oder eben den Gegner tötet. Und besonders schwierig wird es eben dann, wenn ihr also AOE-Attacken macht und lange über lange Zeit mit mehreren Gegnern kämpft, weil ihr dann eben entsprechend immer dann einen Tick bekommt, wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt. Und wenn es natürlich 10 sind, bekommt ihr 10 Stacks auf einmal für jede Attacke. Deshalb ist es hier wichtig, dass ihr vor allem versucht, die AOE-Attacken zu reduzieren, euch auf einen Gegner zu konzentrieren und wenn jemand so Segen bufft wie Schnelligkeit, das eben auch reduziert, weil natürlich die Schnelligkeit dazu führt, dass ihr durch diese schnelleren Attacken auch viel schneller diese Stacks bekommt. Auf Fraktal 44 oder auf Fraktalstufe 44 haben wir dann die Instabilität Überforderung. Hierbei handelt es sich um eine Instabilität, die vor allem diejenigen trifft, die kritische Treffer verursachen oder oft kritten, denn ihr verliert immer, wenn ihr krittet, 3% eurer maximalen Lebenspunkte und bei Crit-Charakteren, also Crit-Builds auf Charakteren, kann das sehr schnell sehr tödlich sein. Ihr solltet also hier darauf achten, dass ihr, wenn möglich, euren Build umbaut, keine kritischen Treffer verursacht oder einfach diese Fraktalstufe nach Möglichkeit überspringt. Auf Stufe 45 haben wir es dann mit der Instabilität Eisig zu tun.
Hierbei fallen Eisscherben vom Himmel herab und hinterlassen so ein Feld mit Frost. Und wenn man in diesem Feld steht mit Frost, bekommt man über die Zeit Schaden und den Zustand Kühle. Daher sollte man schnell aus diesem Feld rausgehen und versuchen, eben das Feld zu umgehen. Auf Stufe 46 haben wir dann die Instabilität Unbeholfen in Gesellschaft. Hier ist es sehr spürbar, wenn ihr eben mit Leuten zusammensteht. Denn diese Instabilität führt dazu, dass die Heilung reduziert wird, wenn ihr mit mehreren Leuten umgeben seid, das heißt in der Nähe der Leute steht. Es geht dabei um so eine Reichweite von 200 und hierbei wird nicht die Heilpower oder die Heilkraft der Charaktere reduziert, sondern direkt die maximale Heilung, die erzeugt werden könnte. Und wenn ihr wirklich mit einer ganzen Gruppe stackt, kann diese die Effektivität der Heilung um ganze 94% reduziert werden. Das heißt, hier müsst ihr auch wieder darauf achten, ähnlich zu dem Blitz, zu der Blitzinstabilität, dass ihr nach Möglichkeit, wenn ihr euch heilt, euch von der Gruppe entfernt, beziehungsweise eben nicht so oft stackt, weil das eben dazu führen kann, dass Heileffekte kaum noch eine Wirkung haben. Wieder der Elite, eine Instabilität, die uns auf Level 47 dann trifft. Hierbei handelt es sich um eine Instabilität, die dazu führt, dass Elite-Fertigkeiten euch direkt töten, also nicht nur in den Down-State bringen, sondern direkt umbringen. Deshalb sollte man, wenn man eine Elite-Fertigkeit nutzen möchte, welche mitnehmen, die einen passiven Effekt haben. Der triggert dieses Töten nämlich nicht. Und hier ist noch wichtig zu erwähnen, dass Elite-Fertigkeiten, die nach dem Benutzen einen Effekt haben, also zum Beispiel das Beschwören der Kampfstandarte, trotzdem ausgeführt werden, auch wenn derjenige, der die benutzt hat, eben dabei stirbt. Auf Stufe 48 haben wir dann eine Instabilität namens Besudelte Erneuerung. Die ist ähnlich zu dem Fraktal 38. Hier haben wir aber den Effekt, dass Segen, die auf euch wirken, zu Zuständen umgewandelt werden. Das heißt, wir haben hier beispielsweise die Umwandlung von Regeneration in Gift, Schutz in Verwundbarkeit und Elan in Schwäche. Hier ist es noch ganz wichtig darauf zu achten, dass ihr eben, wie gesagt, diese Segen entweder vermeidet oder trotzdem macht, denn die Effekte sind relativ schwach. Zum Beispiel werden eben 5 Sekunden Regeneration in 5 Stacks Gift umgewandelt, aber wir kennen ja Gift und Gift ist ein relativ schwacher Zustand und genauso ist es auch hier. Das heißt, der Zustandsschaden, der dadurch erzeugt wird, ist relativ gering, weshalb man dieses Level getrost laufen kann, ohne auf diese Instabilität groß zu achten. So. Da wir die 50 schon weg haben, kommt jetzt mit Level 49 die letzte Instabilität namens Durchhaltevermögen, über die ich nicht viel zu erzählen habe, denn hier handelt es sich einfach darum, dass der Schaden von euch reduziert wird, wenn ihr weniger Ausdauer habt als die volle Ausdauer. Das heißt, wenn ihr ausweicht und Schaden macht, macht ihr weniger Schaden, als wenn ihr nicht ausweichen würdet. Das war dann auch alles zu den Instabilitäten. Ich hoffe mal, dass euch diese Zusatzinfos, die ich ein bisschen noch eben, mit denen ich das ergänzt habe, euch ein bisschen was gebracht haben beim Verständnis von den Instabilitäten. Und dass ihr vielleicht euch jetzt auch durch diese Instabilitäten mal einen Plan macht, wie ihr euch am besten hochlevelt. Denn natürlich kann man sich jetzt ganz gezielt aussuchen, welche Fraktallevel man läuft, mit welcher Instabilität auf den hohen Stufen, um einfach den Rest zu überspringen. Beispielsweise würde ich immer empfehlen, wenn man es laufen kann, einfach Fraktal Level 49 zu nehmen, um sich bis zur 50 fast hochzuspielen. Denn dieses Durchhaltevermögen, diese Instabilität reduziert einfach nur den Schaden, den ihr macht und führt einfach dazu, dass ihr länger lauft. Aber es hat sonst keinen großen Effekt auf diese Fraktalschwierigkeit, weshalb das immer eine gute Wahl ist. Ja, ich danke mich fürs Zuhören, hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.